Mit den Reparaturkosten hättest du locker schon ein neues Auto kaufen können? Chat, ihr versteht nicht. Mein Auto ist im Wert gestiegen, okay? Ich hab geguckt auf Autoseiten nach ähnlichen Autos wie mein Rosti und die sind teurer geworden im Laufe der letzten Jahre, okay? Ich bin quasi ein Bitcoiner, nur statt Bitcoin habe ich ein Auto, das im Wert gestiegen ist. Ihr versteht das nicht. Niemand versteht mich. Was für ein Auto hast du? Einen Wrangler. Juli ist der neue Herbst. Bro, weiß ich nicht. Nein, ist nicht Herbst, ist Sommer. Aber irgendwo in der Nähe war halt... Ich muss mich konzentrieren. Shut up. Ich reagiere jetzt gar... Na, ich will sie nicht in die Kühltruhe verfolgen. Doppelt so lang. Ist dann das Badezimmer? Du reparierst ihn günstig? No way. Kennst du dich aus? Kennst du dich aus? Hey, ich suche nach jemandem, weil teilweise... Oh, hallo. Teilweise wollen die Werkstätten bestimmte Sachen nicht machen, weil sie sagen, die Ersatzteile können sie nicht über ihre offiziellen... offizielle Quellen beziehen, die Ersatzteile. Und wenn ich sage, okay, was ist, wenn ich die herbringe, dann sagen sie, nein, 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 dann verfällt die Garantie und dann gibt es Garantieprobleme und so. Geht alles nicht. Geht alles nicht. Der ist echt tricky, Mann. Dass der Alte mal noch ausweicht, der sieht so aus, als ob er gar nichts gebacken kriegt. Guck nicht nach hinten, etc., Alter. Okay. Alles gut. Wir sind immer noch im Geschäft hier. Hallo, Xeptilicious. Moin. Hi. Hallo, Leo. Ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, Chat. Ist natürlich traurig, dass das da mein Auto da Probleme hat. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich wünschte, dem wäre nicht so. Glaub mir. Ich wollte schon sagen, wenn ich wirfst, hast du Probleme, ja. Dieser Jen hier. Sieht sie, dass ich komme? Ja, tut sie, leider. Hat ihn Sprintburst gehabt und den aufgehoben die ganze Zeit? Die sind alle angeschwächt. Die sich gerettet haben, sind auch angeschwächt. Alle sind angeschwächt. Ich muss jetzt diesen Moment natürlich ein bisschen ausnutzen hier, ne? Warum ist der sitzen geblieben? D-Strike? Nee. Wollte auch fertig reparieren hier. Frechdachs. Ich springe so schnell wie ein Raubvogel. Du kannst mir nicht entkommen. Ihr seid alle eingeschwächt. Ihr wollt meine Gens und ich will euer Leben. Apropos, bleib weg von meinen Gens. Du da, du hast den Skillcheck gefailt. Das wird dein Untergang, süßer Porsche. Glaub mir, ich bin dran. Warte, hier ist gar keine Palette gespawnt. Das ist ja lustig. Was heißt lustig? Das ist geil. Was nicht so geil ist, ist, dass ich glaube, wir haben jetzt jeden von denen einmal aufgehangen, Chat. Im Rahmen einer Challenge ist das nicht so smart. Wir sollten die... Nein, wartet. Bill hing doppelt. Alles gut. Bill hing doppelt. Alles, was wir tun müssen, ist Bill wiederfinden und wir kriegen unser Happy End. Kurz gegentreten. Ich will sie unter Druck setzen. 99% Gen. Hey, Wüther. 8. 7. Er stöhnt nicht. Off the record. Ich hatte gehofft, ich könnte ihn tunneln, doch das geht nicht. Ich hatte gehofft, ich könnte ihn tunneln, doch das geht nicht. Wir krabbeln so ein bisschen rum, aktivieren unsere kleinen Dinger. Sehen, dass da unter dem Gen jemand ist. Die Person kommt hoch. Nähert sich meinem Generator. Rennt wieder runter. Ist die einzige mit vollen HP. Wäre natürlich geiler gewesen, jemanden zu finden, der nicht volle HP hat. Oh, ich habe keinen Terrorradius und weiß, dass da jemand repariert. Im Badezimmer, wo es keinen Kommen gibt. Sehr gut für uns. Schlecht für sie. Was ist das hier? Haltet ihr euch damit?
Maybe. Okay, wir haben jetzt zwei Leute, die... Oh, die sind bald fertig. Wir haben zwei Leute, die dort im Hook sind. Einmal sie, beim nächsten Mal, und Bill halt nach wie vor. Aber Bill hat sich klugerweise voll heilen lassen. Lass mich kurz überlegen, wie wir das hier am besten machen. Ich hätte auch in der Nähe des Kellers bleiben können. Kann man gut die Leute unter Druck setzen an der Stelle. Wir gehen mal zurück. Die werden sich jede Sekunde retten. Ich habe genug Nester und so. Da kommt die Rettungsaktion. Wenn wir die 10 Sekunden an der Treppe aufhalten können, ist sie dead. Sie stöhnt, aber sehr leise nur. Sie ist zurückgerannt, als ob sie einen D-Strike hätte. Ich weiß nicht, ob sie einen hat. Sie ist disconnected. Wahrscheinlich hat sie keinen D-Strike, wenn sie disconnected. Dann können wir sie aufheben. Wenn sie nicht disconnected wäre, dann hätte ich gedacht, sie hat vielleicht noch einen D-Strike und hätte 60 Sekunden gewartet in der Nähe. Aber durch den Disconnect gehe ich ganz fest davon aus, dass sie keinen D-Strike hat. Genauso wenig, wie sie noch Bock hat. Den hat sie auch nicht mehr. Als nächstes wollen wir Bill. Die Frage ist, wo ist Bill? Na nun, und da sind es nun 4 Jahre TWN Shrug TWN Think Shy. Bist du alt geworden, TW Neville? Du bist alt geworden! Selber! Ich bin gar nicht so alt, ich bin ein bisschen alt. Genau, richtig alt bin ich. Oh, imagine, wir hätten ihn da getroffen. Wäre das nicht sexy gewesen? Schafft das so noch zur Palette? Ich habe die Antwort. Sie lautet nein! Love, kleiner Bull. Das war nicht der. Das war nicht das Play of the Game. Ja. Gut. Mit zwei Leuten raus aus dem Game haben wir eine Chance. Wenn die noch länger zu dritt geblieben wären, mit den fast fertigen Gens um uns herum, hätte ich ein bisschen Panik geschoben. Aber so wie die Dinge stehen, bin ich, glaube ich, ganz happy. Ich würde ganz gerne die Dinger aktivieren, alle. Let's go. Hey Sepp, hallöchen, Einhorn-Pupsi, danke für die 8 Monate. Skit, danke für die 48 Monate. Danke, dass du schon so lange mit dabei bist, Alter. Moin, moin. Wir haben Tinkerer, das heißt gerade kein Terrorradius. Vielleicht können wir den sogar wegziehen, wenn er Fehler macht. Oh, der hat aufgepasst. Na, sowas. Hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen, dass ich, dass ich Tinkerer habe. Noch. Interessanter Laufweg. Weil ist hier noch eine Palette für dich, Bruder? Oder willst du... Oh, scheiße, Dude. Was machst du? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Nein. Komm her, Schnucki. Das ist natürlich gut für uns jetzt hier. Noch. Kommt direkt wieder ein Haken, der gute Bursche. Vielleicht auch irgendwo hier, wo ich die Paletten zerstören will und den Gen treten möchte. Hallo Redbeard, moin! Ein Tunneler bist du? Was? Nein, das an der Kellertreppe war nur aus Versehen. Sie wollte nach links, ich wollte nach links. Sie wollte nach rechts, ich wollte nach rechts. Das erlebt man in der Stadt ständig, Chat. Er hat off the record, deshalb kratzen wir nur kurz am Popo. Jetzt gehen wir zu dem Jennifer, fast fertig ist, weil die Lady sich vielleicht denkt, ich habe mich in ihren Kumpel verbissen. Denkt sie nicht, sie hat andere Pläne. Boah, die ist aber auch. Weg. Okay, pass auf. Folgendes. Da vorne war jemand.
Die hat einen gigasicheren Spot da hinten. Ich will erstmal... Was will ich? Neue Nester verteilen? Wir nehmen es vielleicht ein bisschen zu ernst, aber... Sicher ist sicher. Ich will nicht würfeln. By the way, ich habe mir eine andere Würfelseite genommen, weil... Selbst ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der 6er-Würfel... Scheiße baut. Bei der Page, die wir sonst genommen haben. Das war irgendwie unrealistisch, dass er... immer das gleiche Ergebnis ausgespuckt hat. Katrin, auch dir danke für die 30 Monate. Vielen Dank für eure Resubs. Und danke, Xepti, für den Follow. Und Tonki, danke nochmal für die 32 Monate im T3. Danke, danke, danke. Ja, sieht der Judas. Na, da haben wir in der Tasche, nicht? Dann suchen wir noch nach der Luke und dann hat sich die Sache. Oh. Oh. Hallo, lieber Schwabbel und Chat TWNL. 2 Jahre bin ich schon dabei und ich bereue keine Sekunde. Dankeschön für deine tolle Unterhaltung, TWNL. Hey, ich hab zu danken. Frostige Hexe, danke für 2 ganze Jahre hier bei uns. Dankeschön für den Resub. Hoffe, dir geht's gut. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind erfolgreich. Aber verdammt, was tue ich denn jetzt nur? Angenommen, sie ist irgendwo da draußen und ist an einem der Tore. Was soll ich nur tun? Oh, Chat, hier wurde jemand eingeeist. Das sehe ich zum ersten Mal. War das schon immer so? Ich habe mir nie die Zeit genommen, mich hier genau umzugucken. Das ist ja voll grausam. Jeez. Okay. Hey, irgendjemand hier? Sei mir nicht böse, ich will mich umgucken. Okay. Okay. Wollen wir das rote Zeug durch die... Ich mag es nicht, die Tore hier zu verteidigen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die ist raus. Haha. 8K-Stunden? Ja, ich achte halt normalerweise auf die kleinen Schweinchen, weißt du schon. Die ist raus. Ich achte ja auf die Survivor, nicht auf die Dekoration hier draußen. Ah, GG. Ich muss mir jetzt auch irgendeinen Killer suchen, in den ich alles reinpumpe. Ne, ist es mir zu Mainstream? Weiß noch nicht so genau. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir werden schon irgendwas finden, ne? Die haben sich die Scheiß-Map gewünscht, oder? Die kleinen Schweine? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die kleinen Schweine sich das gewünscht haben hier. Gott, dafür müssen sie büßen. Die kleinen Ficker. Stun mich, ich hab Hubris. Jetzt ist sie One-Shot, wenn ich sie kriege. Die muss kacke doll aufpassen. Dass die das kann! Ich brauche jemanden, der panikt! Nein! Ich lass sie weg. Ist egal, ist egal. Hubris wird sich gleich wieder neu auslösen. Alles gut. Über uns. Wie komme ich da am schnellsten hin? Oh, über diesen Weg, glaube ich. Über hier hinten. Hat mich gesehen. Sprint, glaube ich. Ist relativ schnell unterwegs. Wir kennen ihr das Exhaustion Perk. Läuft runter. Wir bleiben dran. Vielleicht stand sie mich ja und wird die Nächste, die herausfindet, dass ich Hubris mit dabei habe. Ein großartiges Perk. Ich wollte gestunt werden, jetzt hast du eine Arschkarte. Oh, du bist mir genau in meine Falle gelaufen. Das ist nicht so gut hier mit der... Oh mein Gott, von der, wie soll ich die so dran kriegen? Zu viele Safe Parts. Ich krieg kein Blut. Ich krieg kein Blut und sie... Oh mein Gott, Hubris ist eigentlich so gut, aber es funktioniert nicht. Sie schaffen es immer wieder zu einer anderen Palette.
Bald werden die ersten Gents angehen. Und ich habe noch kein einziges Mal Blut geleckt. Das ist echt nicht gut, Chad. Das ist so ziemlich das Gegenteil von gut. Wir haben ihren Gent fertig gemacht. Eine war über mir, die läuft in mich rein. Vielleicht ist das mein erster Snack hier. Hubris neu ausgelöst. Bitte lass mich jemand drankriegen. Bitte, 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 bitte. Ich brauche das jetzt für mein Ego und für mein Game. Die hat verkackt, aber ich kann sie nicht aufheben, weil jemand in der Nähe ist. Zwei Leute sind in der Nähe, um zu werfen, wenn sie die Chance kriegen. Eine war noch auf der gegenüberliegenden Seite. Die hat sabotiert. So. Schwierige Runde, sehr schwierig, ja. Sehr schwierig, sehr schwierig. Weiß ja nicht genau, wie ich das machen soll. Ich kann sie nicht aufheben, es sind zu viele Leute in der Nähe. Hubris ist aktiv. Ich könnte jetzt versuchen, die Michaela zu holen. Das müsste klappen. Okay, Gott sei Dank. Alright. Schade, dass ich diesen Jen in der Mitte nicht retten konnte. Wir haben jetzt unsere Fähigkeit ready. Die Frage ist, was machen wir damit? Auf der Map bin ich nicht so effektiv, weil es zwei Etagen gibt. Und es ist super verkorkst, alles super verwinkelt. Warte, meine Fähigkeit ist noch gar nicht ready. Oh, ich dachte, meine Fähigkeit wäre ready. Ich habe immer nicht genug Blut. Oh nein, durch den One-Shot. Oh no. Wieder ein Gen fertig. Das wird ein Lose-Chat. Diese gottverdammte Map leider. Ich werde runter und versuchen zu tunneln. Das ist das Beste, was wir tun können in der jetzigen Situation. Scheiße. Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir sie in die zweite Phase, wenn sie nicht kommen jetzt. Oben war jemand. Ich dachte, sie springt. Schade. Ja, immerhin. Ist gerade gesprungen. Wir wollen hinterher. Die pumpen nebenher durch. Ich habe kein Blut. Die wird sich bald verteidigen. Die wird sich bald selber retten können, wenn ich hier bleibe. Vielleicht können wir nochmal Dings einsetzen. Sie hat so getan, als ob sie mich stunt, hat es aber nicht getan, weil sie weiß, dass ich meinen Hubris dabei habe. Wir müssen jetzt der Survivorin Nummer 1 hinterher. Die hat jemand sabotiert. Das ist nicht Survivorin Nummer 1. Ich weiß leider nicht, wo sie hingelaufen ist. Wir nehmen das erstmal so an und versuchen dann, die Maggie wiederzufinden. Ich glaube, sie ist nach oben, Chat. Oh nein, sie war diejenige, die die ganze Zeit am Haken war. Oh, ich dachte, es war Meg. Oh mein Gott, ich bin so unaufmerksam. Okay. Ja, aber ich habe trotzdem kein gutes Gefühl bei der Runde. Oh. Alright. Fähigkeit würde mir gerade nicht so viel bringen. Wobei. Mal gucken. Ich habe Enduring. Ich werde also einfach reinhüpfen da. Oh, das ist interessant, dass sie das macht. Ziemlich schnell unterwegs, die junge Dame. Sie dachte, dass ich wieder eine Weile antäusche. Diesmal bin ich deshalb einfach so drauf los, wie so ein Bluthund. Ich kann die Palette von der Seite nicht zerstören. Wenn es jetzt Bing und Bong macht, gehen wir ins Late Game. Da war das Bing. Die Frage ist, kommt das Bong auch noch hinterher? Der Gen hier war auf 0, richtig? Ja. Wir gehen die anderen abchecken. Der einzige Gen, der so ein bisschen angeditscht wurde, ist der drüben. Oh, hallo. Okay.
Wenn wir jetzt noch den letzten kriegen könnten. Ich lasse sie erstmal liegen, Chat, und gehe zu dem Jen. Für den Fall, dass der Dude weiter repariert und irgendwie, weiß ich nicht, auf Giga Adrenalin hofft. Für den Fall, dass er nicht mehr hier ist und gerade rettet, verliert der Jen in der Zwischenzeit wenigstens ein paar Prozente. Zweite Phase für sie, okay. Da ist er, da ist er. Rennt extra nicht, damit er keine Spur hinterlässt. Sie blocken. Warten, bis ihr Dings abläuft. Das war jetzt ihr Sprint. Ah, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Sie kann nicht mehr drüber springen, dann hätte ich sie weggezogen. Fuck, ich hätte schneller sein müssen. Steht die Palette noch? Ja, 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 okay. Nicht schlimm, wir haben Enduring. Hinterher. Wartet. Nein, ich werde die aufhängen und töten. So, sonst habe ich Angst, dass sie Unbreakable hat. Sie ist in die zweite Phase gekommen und sie hat eine Freundin aufgeheilt. Das heißt, kein Off-the-Record, kein Destroy, kein gar nichts. Jetzt heben wir ihn auf für den Fall, dass er einen Unbreakable hat. Ist nicht so schlimm, wenn wir Claudette nicht wiederfinden. Wir müssen jetzt halt nur ihn beschützen und gleichzeitig die Generatoren ein bisschen patrouillieren. Der verliert noch. Sehr schön. Er will sich umbringen. Auch das kommt uns gelegen. Nice. Oh, auf der Map? Ekelhaft. Oh mein Gott. Umso schöner, dass es geklappt hat. Okay. Wo ist die kleine Claudette? Wo ist das Mäuschen? Haben wir sie gerade gehört, die Luke? Ja. Gleiches Spiel wie in der letzten Runde. Wenn sie über das Tor rauskommen sollte, nachdem wir die Luke geschlossen haben, ist das nicht schlimm. Ihnen hätte ja ein ganzer Gen gefehlt. Alles easy, alles easy. Kein Stress. Vielleicht kann ich ihr Blut zurückverfolgen. Sind hier draußen Blutperlen? Na. Das heißt, sie war nicht hier. Oder zumindest noch nicht im Ausgangsbereich. Sind die hier von Claudette? Oh. Das sind neue Blutkügelchen, die waren eben noch nicht da. Okay, gute Arbeit. Hallo Sayo, moin moin. Puh. Toti, danke für die 35 Monate. Einen wunderschönen guten Tag dir. Hallo. Wünsche dir einen schönen Tag. Danke für die tollen Streams. Bleib gesund und munter. Dankeschön. Hey, mach ich. Du auch. Overlay noch ausmachen? Oh, shit. Sorry. Chat, mit Firefox geht das viel schneller. Okay. Es gibt so viele Perks und du bekommst verdächtig oft dieses Thwack. Ich hasse das Thwack, ja. Ich hoffe auch, dass das bald mal mich in Ruhe lässt. Verdammtes Thwack. Dieses Geräusch, wenn mir Blut geklaut wird. Du stinkst immer noch, TWN. Krieg ich die da dran? Weder so ein Balance Landing oder so ein Shit. Ich hab mir mein Ding zurückgeklaut. Hast gehört? Nochmal runter schaffst du es nicht, ohne Schuss abzuwarten. Oh mein Gott, ich hab verfehlt! Ich wollte nicht verfehlen! Oh mein Gott!
Sie wird schon wieder dieses scheiß... Oh nein, die Palette. Nein, ich hätte einfach nur ein bisschen enttäuschen sollen. Kann ich sie hier durch abschießen? I don't know. Mann! Oh, sie ist gerutscht. Okay. Ah, ich verschlimpe so viel Zeit. Warum bin ich so schlecht? Ich muss mehr Shooter spielen. Okay, alles gut. Vielleicht ist hier jemand in der Nähe, der Kacke machen will, aber diese Chance gebe ich ihm nicht. Nice. Okay. Hier vorne ist was explodiert. Wir gehen hier hin. Ich habe die erste Chase extra ein bisschen länger werden lassen, weil mein Fire-Up stärker wird, wenn sie Gens reparieren. Habe ich extra so gemacht. Ja, stimmt wirklich. Ich werde die Scheiße aus ihr rausholen. Ich hoffe, das ist euch klar. Sie darf nicht leben. Mein Blutdings hier reinmachen. Die werden sich gleich retten. Ich habe ein Gefühl dafür. Hab vielleicht gelogen. Hab Schritt gehört. Jemand läuft los. An mir vorbei. Da vorne. Rettungsaktion durch einen gut aussehenden, durchtrainierten Mann. So kann sie kein Deadhead einsetzen. Schön dranbleiben. Meine blöde Kuh, bleib stehen! Ich lasse dich nicht bis zur Scheck laufen. Wenn du denkst, ich verfehl nochmal. Mein Andeigen wurde weggemacht. Scheiße. Warum bin ich so schlecht, Bro? Ich muss nur einmal treffen! Ist mir egal, dass ich bei 4 Gens tunnel, Chat. Ich würde auch bei 5 Gens tunneln, wenn ich nur scheiß Random Perks bekomme und Killer spielen muss, wenn ich nicht so mag, Mann! Oh, den krieg ich aber. Hier krieg ich sie. Wenn sie da durchspringt. Ah, getroffen! Sharpshooter King Deluxe Schwabbeltown hat mal wieder seinem Namen alle Ehre gemacht. Ja, aus 2 Metern Entfernung. Einer will da drüben retten. Komm raus, zeig dich. Zeig dich, rette deine Freundin. Komm schon. Komm schon, ich weiß, dass du hier bist. Da vorne. Nackter Mann. Nackter Mann. Da geht jemand retten. Kann ich hier aufhalten, wenn ich hier aufhalten kann? Vielleicht den Kerl. Ach, ich wollte eh nicht treffen. Leck mich am Arsch, ja. Hab eh keinen Bock gehabt zu treffen. Ist so. Ich muss ihn nur lang genug aufhalten, bis... Warum habe ich dich geschlagen? Weil sie Board Time gehabt hat. Ja, vielleicht. Deshalb könnte noch sein? Da war's. Gut, dass wir abgewartet haben. Okay, wir brauchen noch 2 Gens. Das wird schwierig. Ich schaff's nur mit Sluggen. Wir müssen die raustunneln und dann Gigaslug des... Oh, ein Gen. Ah, ich glaube, es ist vorbei, oder? Warte, habe ich eine 3-Gen-Kombo? Geht so. Aber könnte schlimmer sein. Okay, wir brauchen den Gigaslug des Todes jetzt. Das geht, wenn sie Fehler machen. Hier war irgendwo was. Ja, ich habe die Kratzsprung gesehen. Irgendwo hier in einem Busch hockt was drin. Ich spüre es. Ich rieche ihre Angst. Ist hier lang. Da, der hat einen Sprint. Oh, der hat den Sprint raus. Das ist gut für uns. Das ist richtig gut für uns.
Junge, ich will eh nicht treffen. Ich hab eh, ganz ehrlich, ich treffe eh nicht gerne. So. Kette reißen lassen. Kette reißen lassen. So krieg ich Damage. Nachladen. Seinen Arsch treffen. Profit. Okay, nicht so schlimm. Ihn mitten in den Gens aufheben jetzt. Aufhängen, meine ich. Beides, alles. Haben wir hier einen Haken, der mitten in meinen Gens ist? Der hier ist nicht schlecht. Na, ich will den da hinten, ganz in der Ecke, dann kann ich ihn besser tunneln. Einer hat hier in der Zwischenzeit weiter repariert. Das war nicht der David. Hoffen wir, dass der keinen D-Strike hat, keinen Off-the-Record. Hoffen wir, dass der nichts hat. Da links war jemand. Wir tun so, als hätten wir sie nicht gesehen, damit sie wieder rankommt. Und dann? Okay, hab gelogen. Die sind sehr vorsichtig gerade alle. Sehr vorsichtig. Ich hab gedacht, dass sie hier inzwischen repariert hätten, aber die sind anscheinend auf die andere Seite der Map und haben geguckt, ob da nicht irgendwo noch ein Gen ist, der außerhalb meiner Reichweite ist. Aber sie haben tatsächlich... What? Oh, der bringt sich um, der bringt sich um, der bringt sich um, weil niemand retten kommt. Er bringt sich um, weil die so schüchtern sind. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wartet. Wartet, Chat. Ich kann's doch nicht glauben. Ich brauch noch kurz. Wartet. Okay. Ich muss... Oh. Oh, davon rennt was. Oh, nicht zulassen. Zu spät, sie ist zu spät, sie ist zu spät. Sie ist zu spät, sie ist zu spät. Sie ist zu spät, sie ist zu spät. Und so gewinnt man das Game, Chat. Einfach eine Person raustunneln, auch wenn es 4 Generatoren dauert. Und dann darauf hoffen, dass die anderen 3 keine Ahnung haben, was sie... Ich meine natürlich strategisch eine Person fokussieren, damit die Survivor an Kampfkraft verlieren. 3 Survivor reparieren natürlich wesentlich langsamer, als es 4 Survivor tun. Je früher man also ihnen einen Mitarbeiter klaut, desto besser. Das ist strategisch. Super geil. Wir haben natürlich ein bisschen Glück, dass sie diese 3-Gen-Kombo zugelassen haben. Hätten sie die Gens ein kleines bisschen ekliger verteilt, hätten wir natürlich viel mehr Probleme gehabt, wenn hier 2 gewesen wären und einer auf der anderen Seite der Map. Ich bin ein langsamer Killer, dann hätte ich immer wieder von einem Ende zum anderen laufen müssen, um die Gens zu beschützen. Da hätten sie mich zermürben können. Aber in diesem Fall ist da doch alles gut gegangen. Das Wissen für diesen Monat... Eine Gurke, auch grüne Salami genannt, ist ein Naturprodukt aus Tibet, das vorwiegend zu Nahrungszwecken und zur Herstellung von Gurkensalat dient. Die Gurke ist eigentlich eine nicht entwickelte Banane, die durch die nukleare Strahlung der russischen Atomkraftwerke grün geblieben ist. Warum hast du deinen Freunden nicht geholfen? Warum hast du deinen Freunden nicht geholfen? Vielleicht hättet ihr als Gruppe etwas mehr Chancen gehabt als... Über diese Aktion. Dein Plan B war wohl nicht so gut durchdacht wie mein Plan A. Tunneln und aufs Beste hoffen. Oh, Gott sei Dank, der Killer ist weg. Jesus. Ich wusste, du schaffst es. Danke, Vengo. Das ist sehr lieb von dir. Das darf nicht wahr sein. Wieso haben die das noch verkackt? Ich weiß es auch nicht, aber ich bin sehr dankbar dafür. Blutpfütze. Jesus. Für Sexspiele kann man hier tatsächlich gebannt werden. Da würde ich euch von abraten, ihr Süßen. Sie ist da durchgelaufen, aber ich habe sie nicht getroffen. Scheiße. Sie ist wieder runter, oder? Oder ist sie außenrum? Au! Oh.
Hier ist jemand anderes. Nehmen wir doch den. Hey, das ist ein schönes Item. Auf Wiedersehen, sag tschüss zu deiner Taschenlampe. Vielleicht hätten wir ihm die aber auch lassen sollen. Bin mir nicht sicher. Der... Weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er zur Seite wegläuft, weil er sich schon denkt, dass ich meine Fähigkeit benutze, aber der ist straight reingelaufen, ohne anzutäuschen, ohne alles. Aber brauchen wir wirklich Gift auf irgendwas? Ich werde lieber ihn aufhängen, weil ich nicht weiß, was die Person hinter mir so dabei hat. Nachher hat die dieses Yui-Perk, wo man sich schneller befreien kann. Und dann passt das nicht mehr mit der Distanz. Das lassen wir lieber. Hallo? Oh, die hat sabotiert. Den Gen habe ich aber nicht gebraucht. Kuckuck. Die hat schnell reagiert. Hat sie gut gemacht. Blöde Kuh. Den Typen haben wir nicht am Skirtschuck. Sie wird nochmal ausweichen, denke ich. Wow, doppelt, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Kein gutes Ziel. Der Typ war viel besser, weil er schlecht war. Zack, auf Wiedersehen zu deinem Item. Teabaggen, okay. Hey, Killer, du bist verdammt scharf! Wir haben Nummer 1 und Nummer 3 am Haken gehabt bisher. Das sind in der Tat unsere Ziele. Pocos Weasel macht sich vielleicht gar nicht so schlecht hier an der Stelle. Wenn wir das schon dabei haben, benutzen wir das doch auch. Sie ist an der Außenwand entlang gelaufen, vor meiner Nase. Vielleicht kriegen wir die mit einem Longshot. Mal gucken. Wenn ich verfehle, kann sie aber eine komplette Runde laufen. Das wäre nicht so gut. Angetäuscht. Gute Idee. Ein bisschen warten müssen, mein Fehler. Alright. Der Gen unten ist fast fertig, fällt mir gerade auf. Haben wir den Keller hier? Ich sehe es nicht aus der Perspektive, leider. Scheiße. Den Keller hätte ich gerne gerettet. Den Gen im Keller. Ist okay. Wenn sie gerettet wird, werden wir voll... Oh, warte mal. Der Popcorn Subiesel Gen hier vorne ist bestimmt unter Beschuss. Wenn sie gerettet wird, packen wir sie in den Käfig und tunneln sie. Ich werde der Typ... Oh, Rettungsaktion. Sehr gut. Ich hoffe, sie hat keinen Off-Record. Sie stöhnt. Sehr gut für uns. Ich will sie unbedingt einsperren. Sie hat angetäuscht. Der Tat? Ja. Sehr gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Kann sein, dass sie einen D-Strike hat, aber den werde ich gar nicht erst triggern. Denn sie kommt jetzt in den scheiß Käfig und wird dann auf der anderen Seite... Oh, hallo, meine Tiefergerung. Schade. Ich will zum Käfig, auf der anderen Seite. Danach können wir die Tiefergerung holen. Die wurde da vorne hinter der Shack gerettet. Jetzt hat sie nichts ready. Ja, sie hat doch mal... Nee, die... Nettard? Nettard gibt's nur nach dem Haken, oder? Schade. Nice. Genau das habe ich gebraucht. Wenn jetzt kein Insta-Heal dazu kommt, habe ich sie. Selbst die Taschenlampe kann uns nichts mehr machen, weil wir Dingsbums haben, Chat. Wir haben Lightborn mit dabei, dank des Random Generators. Okay, eine Person ist raus, aber wir haben noch nicht gewonnen. Die wollen kämpfen. Mindestens eine Person will disrespecten. Das ist noch nicht vorbei. Oh, der kommt direkt auf mich zu. Das ist der Tollpatschige, der schon mal am Haken war. Oh, das ist super. Das ist großartig. Ich denke, der Tollpatschige wird Fehler machen. Ich hoffe jedenfalls sehr darauf.
Oh mein Gott, dass ich das verfehlt habe. Ich bin fucking Idiot. Das war gratis. Meine Schuld. Meine Schuld. Meine Schuld. Da gibt es keine Ausrede für. Hab ich verkackt. Ganz alleine. Ich bin schuld. Ich bin doof. Ich hoffe, er läuft direkt in mich rein. Mal gucken, ob er den Fehler macht. Oder so. Haben wir jetzt einen Keller hier? Ja. Dann trage ich ihn runter. Den wird er nicht mehr verlassen. Den wird er nicht mehr verlassen. Die anderen können maximal 2 Gens gleichzeitig reparieren. Dann würde noch einer übrig bleiben, mit dem ich ins Late Game gehe. Ist okay, dass wir uns auf den Kill hier konzentrieren. Den hier rauszuholen wird schwierig, wenn er keinen Off-the-Record-D-Strike hat. Pop Goes the Weasel wäre grandios, wenn wir das jetzt noch irgendwo ranmachen könnten. Wir gucken mal. Schnuffi, danke für die 14 Monate. Hi, schönen guten Abend. Kann man dich gar nicht mehr mit Twitch Prime abonnieren? Doch, klar. Da sollte es überhaupt keine Restriktionen geben. Oh, der hat sich sogar umgebracht. Okay. Wow. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Fast fertig. Der hat noch fertig gemacht, leider. Schade. Schnell und schmerzlos. Kann aber sein, dass wir den zweiten Gen verlieren dadurch. Dass sie den anbekommen hat. Die Twitch Prime Abos haben manchmal das Problem, dass genau an dem Tag, wo sie eigentlich wieder einsetzbar sein müssten, haben die irgendwie noch so eine Art Cooldown drauf. Manchmal muss man, obwohl da steht, hey, ab heute kannst du den wieder einsetzen, teilweise muss man dann trotzdem noch ein paar Stunden warten, bis das da wieder offiziell freigegeben ist. Da war der Bro dran. Was ist mit der Teabaggerin? Hat die gar nicht mehr repariert? Das wäre ja ulkig. Die Teabaggerin hat nicht repariert. Glaube ich zumindest. Hier drin gestöhne. Double Hit! Tschüss. Die lasse ich ausbluten, die blöde Kuh. Oder? Na, müssen wir nicht. Ist Schmach genug, dass sie an uns gestorben ist, denke ich. Erinnerst du dich noch? T-Bag, T-Bag, umgefallen? Ich erinnere mich. Sehr gut. Hallöchen, Fabienne. Moin. Oh Gott. Versuch die Yui, der näher den Gefallen zurückzuzahlen. Oder denkt sie sich, scheiße, das bringt doch alles nichts mehr. Ich versuche einfach, mich selbst zu retten über die Luke. Sie versucht doch tatsächlich nochmal zu retten. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, ich habe extra versucht, mal links zu ziehen. Schade. Rhyme kommt jetzt hierhin. Danke für die Unterhaltung. Sie hat einen Deadheart, nicht vergessen. Ihre Freundin ist irgendwo in diese Richtung. Keine Ahnung. Okay. Hallo Ellie. Finfine, dankeschön für die 2 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Chat, ich glaube, das war's. Also, ich erwarte jetzt kein Comeback von der letzten Survivorin, so ganz allein. 2 Gens wird die nicht mehr schaffen.
Offering für die Luke gab es nicht. Oh, lucky. Tore sind auf der anderen Seite der Map. Wenn sie jetzt sofort dasteht und direkt aufmacht, kommt sie wahrscheinlich noch raus, bevor ich sie aufhalten kann. Da nicht. Was hiermit? Da auch nicht. Hier vorne ist eine gute Position. Da können wir beide Tore gleichzeitig überwachen. Cool. Okay. Was bringt eigentlich das Blut? Diese Blutzonen auf dem Boden wie hier, wenn ich in diesen Blutzonen drin bin, dann habe ich eine verlängerte Reichweite bei meinen Schlägen. Ich kann ja mal ganz kurz, ohne Blut, schlagen wir so lang im Lauf. Und im Blut, Achtung, doppelt so lang können wir da Anschwung holen. Ja, dafür haben wir aber auch einen doppelt so langen Cooldown auf unsere Schläge. Survivor, die in dem Blutkreis sind, bekommen andere Vorteile. Die stöhnen leiser und hinterlassen weniger Blut. Oder das Blut verschwindet schneller, so rum. Hey, ihr habt gut gekämpft, kleine Survivor. Aber nicht gut genug. Heute ist unser Pyramid-Shuttle victorious. Nasu, danke für den zweiten Monat. Vielen Dank fürs Verlängern. Hi. Dir auch. Dickes Dankeschön. Okay. Let's go. Kein Terrorradius. Haha, ich bin so smart. Wie macht der Junge das nur? Keine Ahnung. Sag du's mir. Ist das Fenster hier offen? Ja, dann muss ich das hier zerstören. Geht nicht anders. Fresh sein, sagen nur alte Menschen. Was würde Fresh Torge oder wie der heißt dazu sagen? Das ist ein berühmter YouTuber. Und er hat Fresh im Namen. Jetzt denkt er, ich komme von der anderen Seite. Oh, der hat sich ein Insta hier gezwiebelt, sonst hätte ich ihn gehabt. Scheiße. Arschloch. Hä? Wo ist der hin? Bin ich doof? Ist der hoch? Na da. Ich konnte nicht. Ich wäre gestunt worden, wenn ich da drauf gegangen wäre, Chat. Ich wäre gestunt worden. Ich wäre gestunt worden. Ich konnte nicht einfach zuhauen. Du Arsch! Hört auf, euch Medikits mitzunehmen, die euch ewig lang... Guck mal, Chat. Nur weil er dieses lila Addon hatte, hat die Chase eine Minute länger gedauert. Eine ganze Minute, Mama. Wenn das die Minute ist, die durch dich verliere, werde ich ihm nicht verzeihen. Du Arschloch, du Stinkekäse. Du Arsch. Er ist immer noch oben. What the f... Hä? Hä, was? Wo? Wo ist er? Sind wir uns gerade... Bro, wo? Ich muss das jetzt zerstören. Den werde ich so spät für den Kack aus ihm rausholen, weil der Dings hat. Der hat gemogelt. Nein, 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 ich habe die falsch erwischt. Ich wollte ihn erwischen. Ich habe einfach nur das gehauen, was sich bewegt hat. Ja, geh ruhig ins Hauptgebäude, mein Süßer. Du denkst, das hilft dir, aber das ist dein Grab. Das ist dein Grab, alter Mann!
Du hättest 10 Styptic Agents mitnehmen müssen, um mir zu entkommen! Oh, war das eine Granate? Die einzige Granate hier bin ich im Bett! Nein, ich mach nur Spaß, Mann. Ich habe eigentlich nicht so viel Expertise, aber davon habt ihr keine Ahnung, das wisst ihr nicht! Hahaha! Woo! High five! Er wurde gerettet auf welche Tunnel! Die verfüttern ihn! Die tun mir so einen großen Gefallen. Ich liebe es, wenn die sich gegenseitig abfarmen! Wartet! Noch warten, warten, warten! Wir müssen 10 Sekunden warten, bis das Borrowed Time weg ist. Noch eine Granate im Petto? Eine Taschenlampe, die zu spät kommt. Okay. Warum haben wir das getan, Chad? Nicht, um toxisch zu sein. Nicht, weil wir ein Problem mit ihm hatten. Ist er wieder hinter mir? Sieht nicht so aus. Das haben wir getan, weil er dieses lila Add-on mitgenommen hat, okay? Wir hassen das lila Add-on und auch das rote Add-on. Wir hassen alles, was Medikits stärker macht. Ist er noch hier? Läuft nach oben. Läuft raus. Läuft rein. Läuft raus. Läuft rein. Das sind Kratzspuren von verschiedenen Leuten hier. Was sind das? Ja, das war ein Dattat. Glaube ich. Die Animation wurde so halb gecancelt. Chat, das ist die zweite Runde auf dieser Map, oder? Ich hoffe, dass wir bald eine andere als Preschool bekommen. Sabotage? Nee. Und du denkst, du bist cool mit deinem im Kreisrennen, ha? Huh? Was, wenn ich dir sage, dass ich da nicht mitmache? Ich warte einfach, bis meine Fähigkeit ready ist und dann zeige ich dir was. Die Umarmungstechnik, auch Hug-Tech genannt. Stinkekäse, sagt der Schwitzpopo. Der wie immer schön bei dir. Okay, 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 nicht schlecht, okay. Mach ich gleich nochmal. Aber diesmal von einer anderen Seite. Pass auf. Oh, wie du wirfst. Wie du wirfst. Warum wirfst du? Warum wirfst du, Kleiner? Was hast du Angst? Dass ich... Ich hab so getan, als ob ich von links rumsliden möchte, aber dann bin ich rechts rumgeslidet. Ich hab nicht so gut getan, als ob ich tun... Oh, was ist das hier? Der Typ mit der Taschenlampe. Den kann ich doch irgendwo her. Darf ich dir meine Secret-Technik vorstellen? Es heißt Hug-Tech. Hat er mich ausgelöst oder ist gerade aus weg? Ui, Pfoten weg von hier! Tunnel C, Daddy. What the fuck? Abidos, danke für die 26 Monate mit der Nachricht Tunnel C, Daddy. Chat, Tunneln ist so negativ behaftet. Wir sollten... Ich sage selber Tunneln, ich weiß. Wie wär's mit... Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Person, Daddy. Irgendwas, was freundlicher klingt. Tunneln ist so, wir müssen das neu erfinden. Dankeschön, Abidos, für die 26 Monate. Meint ihr, der kommt frei? Er ist freigekommen. Kuckuck! Was sagst du? Ich sehe total gut aus und... Diese Fleischfetzen, die mir da vom Kinn runterhängen, die sind besonders attraktiv und... Vielleicht sollten wir ihn gehen lassen, Chat. Ist okay. Er darf gehen. Wir machen in der Zwischenzeit Blutpfützen oder so.
Oder auch nicht. Hier ist nichts gespawnt. Alles silent. Moin. Oh, 50 Cent für ein paar Minuten. Okay. Ich hasse es, wenn ich mich beeilen muss. Ich muss einfach genug Kleingeld mitnehmen. Okay, danke, Chat. Notfalls kann ich auch bei der Tankstelle reingehen und sagen, ich will seinen Automaten benutzen, oder? Und ob er mir einen 5-Euro-Schein klein macht oder 10 Euro. Er muss bestimmt. Das sind die Einnahmen der Tankstelle, wenn ich den Staubsauger benutze. Ich hoffe, er tut's. Hier waren noch weitere Schritte. Junge. Kannst du mal treffen, Junge? Oh mein Gott! Wieso ist die schneller? Wieso bin ich so leise, wenn ich meine Messer jetzt... Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so tilted, Bro. Ich renne da jetzt einfach durch. Scheiß drauf, blöde Kuh. Denkst du, bist besonders cool, weil du so schnell bist, huh? Fuck you, man. Fuck you, dude. Ich dachte, wenn ich meine Messer ziehe, bin ich genauso schnell wie der Survivor. Sie war schneller als ich. Ich muss vorsichtig sein. Oh, Ulti. Damit muss ich nicht vorsichtig sein. Yeah, bitch! Ich hab keine Messer mehr. Okay, ich krieg die, ich krieg die. Auf lange Sicht, ich krieg die. Und egal, wie lange es dauert, ich krieg sie. Ich hasse Trickster so sehr, Bro. Ich hasse Trickster. Wieso dauert das so lang? Wieso dauert das so scheiße lang, Typ? Yeah! Okay. Oh mein Gott. Okay, Chat. Alles gut. Es ist halb so wild. Wir haben 2 Gens verloren. War nicht so elegant. Hätte ich vielleicht ein bisschen schneller machen können, aber... Wir haben 1 Stack auf Dying Light. Das heißt, die anderen arbeiten jetzt ein bisschen langsamer. Wir haben... Ich habe niemanden angezeigt bekommen, weil niemand anderes angeschwächt ist. Ja... Das ist richtig. Ich werde... Folgendes tun... Ich werde zum Haken laufen und die Scheiße aus ihr raustunneln. Das gleiche wie jeden Abend, Pinky. Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Hä? What the fuck? Mann, ich habe einen langen Arm eigentlich. Vielleicht kann ich den benutzen. Wo ist sie hin? Oh, da. Wir sind hier in dieser Zone, das heißt, ich kann aus der Entfernung zuhauen. Und ihr seht, ich verfehle. Sehr gut. Sehr gut, Dude! Alles. Mein Hund, die bringt mir nichts. Sie braucht die. Ich will einfach weiterlaufen. Laufen, laufen, laufen. Ich kann nichts dagegen tun, Bro. Ich bin halt irgendwie... Messer sind scheiße, Bro. Ich hab nur 13 Messer. Das würde ich reichen, wenn ich so ein Ding holt. Ich hätte einfach schlagen sollen am Anfang. Mein Schlag ist schon durchgegangen! Chat. Ich werde dich würfeln. Ich höre ihren Arsch. Schönes Dead-Hard, Bitch. Schönes Dead-Hard. Wen willst du damit verarschen, hä? Deine Großmutter? Selbst die würde nicht darauf reinfallen, auf dieses gottverdammte Dead-Hard. Hör zu, ich laufe zwar 20 Stunden lang im Kreis, aber... I don't give a fuck. Ich werde die töten. Die werden fertig mit den Gens. Und dann müssen wir halt die im Late-Game irgendwie jiggeln. Geht nicht anders. Wir müssen sie jiggeln. Macht da Blut drauf? Okay. Wir werden sie irgendwie jiggeln. Hier ist eine Krähe. Haben sie gerettet? Okay. Sie ist hier drin. Mein Blut reicht leider nicht für einen langen Schlag. Ich wünschte, es würde reichen.
Ich hoffe, der hat kein Adrenalin, Chat. Ich kann nicht mal Sichtkontakt aufbauen, so wie die Dinge stehen. Sie wird den. Sie kann immer wieder hier hin und her laufen. Ich muss das zerstören, leider. Sie läuft in die Blutzone rein. Vielleicht können wir das gegen sie benutzen. Oh mein Gott, sie hat verkackt. Die nächste, die aufgeschrien hat, war gigaweit weg. Die hat Dingsbums, dass sie von weit weg schneller laufen kann, leider. Vielleicht kriege ich sie hier mit genug Messern und genug Geschick. Sie ist geblockt. Sie hat Dead Hunt nochmal! Adrenalin kann sie wenigstens nicht retten, so. Ist okay. Ulti ist gleich ready. Ich werde die Scheiße damit rausballern. Immer noch hier. Alles gut. Die ist tot. Tot, Bitch, tot! Keine Dinger mehr. Die haben Taschenlampen Deluxe. Ich weiß nicht, warte mal, wenn ich sie hier aufhebe, klappt der Winkel wahrscheinlich nicht zum Retten. Ja. Die hätte wegkriechen sollen in der Zeit, wo ich geschrien habe und geweint. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine andere Person, die, da vorne ist schon so gut wie offen. Aber ist der angeschwächte Kerl da? Ich glaube nämlich nicht. Wenn ich den angeschwächten Kerl kriege, haben wir noch eine Chance. Gott, ich hasse den Typen. Healing Tag. Hat nicht gereicht. Okay, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist ein Scheißkiller. Ist ein Scheißkiller. Ist ein Scheißkiller. Ist egal, ist egal. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, 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 ist nicht schlimm. Kein GG, aber ist auch nicht schlimm. Mit den Messern war ich richtig langsam. Mit den Messern draußen. Ich dachte, dass ich die gleiche Geschwindigkeit wie ein Survivor hätte und ihm auf der Schliche bleibe, während ich mich mit ihm im Kreis drehe, aber ich hab ihn verloren. Er war schneller als ich. Dadurch hat der Winkel nicht mehr gepasst und ich habe auf den Arsch gekriegt. Oh mein Gott, warum ist er nicht da drin geblieben? Scheiße, ich dachte, er läuft rein. Okay, nicht so schlimm. Okay, okay, okay. Du, eiskalt durch hier. Wir machen keine halben Sachen. Direkt wieder ran. Ich will die Paletten hier weg haben. So sieht's aus. Sehr gut. Blutstropfen haben wir uns gerade wiedergeholt, den er uns durch den Stun geklaut hat. Man kann diese Blutgeschichten nämlich der Gegenseite klauen, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja. Boah! Rambazamba! Gute Arbeit, gute Arbeit. Oh, wieder Taschenlampen im Spiel. Ich muss aufpassen. Ich muss vorsichtig sein. Hier wäre ein Keller gewesen, den ich hätte nehmen können. Wäre ich etwas aufmerksamer gewesen, hätte ich das bemerkt. Aber jetzt ist erstmal der hier draußen. Ist okay. Wir wissen, dass da jemand in der Shack drin war. Die Frage ist die Person immer noch da drinnen oder ist sie weggelaufen? So verwendest du die Shack-Palette? Okay, gut. Irgendwas sagt mir, dass wir vor dir nicht allzu viel Respekt haben müssen. Los, Blight! Töte sie! Töte sie! Gute Arbeit, mein Sohn! Die Dunkelheit ist stark in dir. Schnell weg damit. TWNEZ, TWNL. Jessica, danke schön für die 15 Monate. Vielen Dank für den Resub. Und ja, schön die Werbung wegmachen. Danke, danke. Alright. Weil die anderen heilen sich? Die haben sich geheilt.
hast du das gut gemacht. Du denkst, du hast das gut gemacht. Hast du auch gut gemacht. Blöde Kuh. Ich gehe zurück zum Tunnel am Haken. Während wir rennen... Oh mein Gott, ein Pop-Up hat mich rausgeholt. Oh mein Gott. Oh, ich will die Vollversion nicht kaufen. Oh mein Gott. Ja, schreit auf, das war fuck. Nur damit ihr es wisst. Da schließe ich mich doch direkt an TWN Depkus TWNL. Bitte nicht wieder jemand mit Background-Player, der rumrennt und das Ding werfen kann. Okay, diesmal nicht. Background-Player ist so stark, Junge. Nicht nur für Taschenlampen, auch für so Saves aus einer großen Distanz. Background-Player ist so ein starkes Perk. Hast du mich vermisst, gut aussehender Ace? Du solltest es begrüßen, dass ich dich verfolge. Auf diese Art und Weise tunnel ich nicht deine arme kleine Freundin, die korrupte Banane. Ja, ganz recht, das ist ihr Name. Wo ist er hin? Da vorne. Oh mein Gott. Fuck, er hatte Flink. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Scheiße. Mann, hätte ich einen tunneln sollen? Na. Was ist das für eine Kacke? Oh mein Gott! Dein Flink ist raus, mein Freund. Du denkst, dass diese Paletten dir helfen werden? Ja! Ich meine, nein! So eine korrupte Banane mit ihrer Taschenlampe nicht in der Nähe ist, kommst du an den Haken. Du und sie, ihr seid beide dead on hook. Und ich gedenke, das, was ich begonnen habe, zu Ende zu bringen. Leider sehe ich sie nicht, oder? Nee. Aber sie kann nicht weit sein. Dadurch, dass sie dead on hook ist, hat sie sich wahrscheinlich einen Gen ausgesucht, der weit entfernt ist von... Das ist nicht die Person, die ich haben möchte, Chat. Die Person, die ich haben möchte, ist am Haupthaus. Ich spüre es. Oh, da! Nein. Das ist auch die falsche. Das ist die von ihm. Die große Palette. Ich habe angestauten Hass. Das ist ein Fresh Hook. Eigentlich wollen wir sowas nicht. Aber wir nehmen es. Wir haben die letzten Runden so viel getunnelt, ist eigentlich mal ganz nett, die Abwechslung, mehrere Leute zu jagen. Aber jetzt tunneln wir weiter. Da hat jemand aufgeschrien. Oh. Oh! Hä? Nein, das war eine Lady. Das war nicht mein Boy. Du da! Du bist ja auch ein Fresh Hook. Oh mein Gott, gib mir die, die dead on hook sind! Die will ich nicht, Chat. Wir wollen so tun, als ob wir sie wollen. Aber in Wirklichkeit haben wir es auf die abgesehen, die jetzt die Rettungsaktion durchführen. Im Hintergrund. Wie zum Beispiel... Ah, fuck me, dude. Ist hier jemand? Sieht nicht so aus. Wo sind die? Ich bin mir sicher, am Haken sind nur die Fresh Hooks. Oder? Sind die alle da? No way. Sind sie? No way. Oder? Ja, halt sich da. Das ist Ace. Du wolltest sie unbedingt voll heilen. Du bist so ein Gentleman. Da tut es mir fast im Herzen weh, dass ich dich jetzt rausnehmen muss aus dem Spiel. Aber nur fast! Oh mein Gott, nein. Hier komme ich nicht hoch. Wir sparen lieber ein paar Aufladungen auf, sobald er runterspringt. Nice. Hast du einen Deadheart? Wartet, warum ist er broken? Hat er das Ritual durchgeführt oder hat er sie insta-healed mit For the People? Weiß ich nicht.
Okay, und in der Shack wird die korrupte Banane repariert haben. Die habe ich sonst nirgendwo gesehen. Und ich glaube, die war auch nicht bei der Rettungsaktion mit dabei. Chat, irgendwo hier ist korrupte Banane. Da wird sie gerade geheilt. Nein, wenn ich es da um die Kurve geschafft hätte, dann hätte ich ihren Arsch gehabt. Nein, das ist Rinku, nicht korrupte Banane. Verdammter Scheiße, Mann. Wo ist die Banane? Hier links von mir? Das letzte Mal, als ich hier war, war der Jen nicht so weit. Die will mich aufhalten, damit da hinter mir repariert wird. Das ist Banane. Let's go. Hast du einen Sprint? Sieht so aus. Nein, das ist Nexus. Oh mein Gott! Wo ist die Banane, Bro? Hat sich was gezwiebelt? Die hinter mir haben sich aufgehoben oder wurden aufgehoben oder haben sich selbst aufgehoben durch Unbreakable. Ah, na, Banane ist in der Nähe. Habt ihr sie gesehen? Ich hab sie gesehen. Die schlagen wir. Ich will nur noch Banane, sonst ist mir das so gefährlich mit den Gems. Sie denkt, sie kann mit der Taschenlampe helfen, aber das werden wir ihr gleich austreiben. Wo ist sie hin? Sie war irgendwo hier drüben. Sie ist hier, ich weiß es. Oh, da ist sie. Hallo Banane. Weißt du noch, wie du die Shack-Pellet am Anfang geworfen hast? Ich erinnere mich. Hat sie Head-On? No way. Okay. Jake aka Ace war wegen Forced Penance broken. Oh, weil er einen Protection-Hit genommen hat beim Heilen. Das kann sein, ja. Oh. Danke. Gut drauf geachtet. Wir haben diesen einen Gen da hinten verloren. Aber dafür ist da noch eine angeschwächte Survivorin in der Nähe. Trotzdem gucken wir erstmal die Gens an. Der ist auf 0, den einen habe ich gerade geschlagen. Der dritte ist im Hauptgebäude. Wir sollten mal kurz gucken, wie es dem geht. Oh, 0%. Geil. Jetzt sind alle verbleibenden Survivor angeschwächt. Doppelte Spritze hält besser. Sie wartet an der Ecke und will gucken, aus welcher Richtung ich komme. Oder sie hat sich aufgelöst. Ist sie hier lang? Ich habe ihre Kartspur nicht gesehen. Oh oh. Hat sie gut gemacht. Oh, von hier aus kann ich ein... Ich hätte hier diesen Terrorradius benutzen, die Blutzone benutzen können, um so... um einmal komplett um die Palette herumzuhauen. Wir haben ja doppelte Reichweite in der Blutzone. War aber nicht nötig. Das ist eine knifflige Stelle als Survivor. Okay, okay. Und die haben sie gerade direkt. Ihr Schweine! So, zeiget euch denn! Ich weiß das. Oh, die haben sich direkt geheilt. Wo hatte ich nochmal aufgehangen? Da, oder? Schade. Fenstersprung. Popo-Klopfer! Okay. Ha! Chat, wie spät haben wir es? 20.18 Uhr. Gegen 21 Uhr wechseln wir zum Horror-Game. Es wird entweder die Horror-Collection, Teil 4, Trash-Horror-Collection, wo der Poop-Killer herstammt, oder alternativ ein Spiel namens Revere, was ihr im Discord vorgeschlagen habt. Sah ganz interessant aus. Und ein Abend füllt das auf jeden Fall. Trailer können wir gleich mal gucken.
Und dann vielleicht eine Abstimmung machen. Ich sehe die letzte. Da vorne ist sie in der Ecke. Ihre Freundin ist für sie gestorben, aber davor konnten wir noch ausmachen, wo sie sich befindet. Das war ein Sprint, oder? Das war ein Sprint. Ein guter Sprint. Aber auch dein letzter. Mehr hast du nicht. Warte, wo ist sie? Warte. Ehrlich. Warte, wenn ich von hier aus die Palette kaputt mache. In der Ecke waren wir ja schon. Da war nichts zu holen. Oh, du willst. Ja, was willst denn du, ha? Huh? Was willst du? Sind wir wieder zurück in der Ecke, wo wir uns begegnet sind? Oh, sie ist am Fenster vorbei. Ich glaube, sie wollte dann Fast Wall durchmachen, aber ist gegen die Wand gestoßen. Okay. Das neue Project 13? Nein. Wir haben zwei wunderbare Titel. Wir brauchen keine drei wunderbaren Titel. Ah, ich denke, die zwei reichen für die Abstimmung. Bitte hergeben, 1000 Blutpunkte. Bitte annehmen, 500 Blutpunkte. Okay. Hallo Ewig. Guten Abend, wie viele Killer gibt es eigentlich mittlerweile? Wo ich angefangen habe, gab es 6 oder so? Hey Vater Bär, inzwischen gibt es 35. Richtig gehört, 35. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. So ist gut. Zu viele? Ja, zu viele. Es gibt giga viele. Hab dich nicht so. Komm schon. What the fuck? Was ist mit dir, Chad? Ist sie betrunken? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wieso ist die in mich reingerannt? Vielleicht hat die eine Katze und die ist irgendwie auf ihren Schoß gesprungen oder so. Was war denn hier los? Oh, bitte nicht sabotieren. Oh mein Gott. Wenn die sabotiert, muss ich sie droppen. Scheiße. Das ist ärgerlich. Das gefällt mir gar nicht so gut, ja. Und die ist mit Flink abgedüst jetzt. Kacke. Da war sonst nichts in der Nähe. Nichts war in der Nähe. Nichts, nichts, nichts. Ein riesengroßes Problem. Keine Ahnung, was ich tun soll. Die ausbluten lassen? Wir tun so, als ob wir von der anderen Seite kommen. Hoffen, sie macht einen Fehler. Ultimate von Trickster ist mal wieder so nützlich wie eh und je! Ich werde die ausbluten lassen, denke ich. Das ist das Beste, was ich tun kann. Wir tun so, als ob wir den Typ nicht gesehen hätten. Und jetzt zünden wir das Ulti direkt neben ihm. Nice. Nachladen. Die eine slacken wir. Ich kann nicht. Ich kann sie nicht aufheben. Und sie lag jetzt schon fast 2 Minuten am Boden. In weiteren 2 Minuten am Boden blutet sie aus. So, nicht anders wird das hier laufen. Okay. Die muss ausbluten. Den Typen können wir aufheben. Aber sie? Bluten. Wo ist der Typ hin? Scheiße, keine Ahnung. Beide Mädels sind da hinten.
Oh, echt, du bist hier. Boah, du bist so leise. Ich hab dich gar nicht gehört, Bruder. Wie machst du das? Den werde ich aufhängen, die andere aber nicht. Ich weiß nicht genau, wo die andere ist. Oh, da vorne. Die will nach links weg. Wir müssen sofort hin. Die soll weiter bluten. Die muss weiter bluten. Go, 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 go. Ich will nicht, dass sie gerettet wird. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Das ist nicht toxisch. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Weil sie die Power des Sabotagens, Sabotierens... Ja, oh. Ja, das ist genau das, was ihr verdient habt! Ja, Ultimate! Okay, hat nicht viel gebracht. Ich verstehe nicht, Chat. Das ist kein richtig. Ist es campen? Ist es campen? Ich weiß nicht. Ist es campen? Schon irgendwie. Aber ich kann sie nicht mehr aufheben. Wenn ich sie aufhebe, ist ihr Zappelbalken auf 80%. Glaubt ihr, ich krieg sie an irgendeinen Haken dran? Nein. Nein. Ich werde sie an keinen Haken dran kriegen. Deshalb? Deshalb muss sie leider ausbluten. Auf Wiedersehen, John. Ich verlasse dich. Wir haben genug gespielt. Sehr gut. Ich hab sie neu umgehauen. Ihr Timer wurde resettet. Ja, aber das wäre ja total bescheuert, Digga. 3 Minuten sie zu Ende campen. 3 Minuten sie bluten lassen und dann aufhängen. Da hast du ja super viel Zeit verschwendet als Killer. Wer macht das denn? Der muss ja völlig verrückt sein. Hä, wo ist er? Bin ich doof? Wo ist er hin? Er hat keine Kratzspuren. What the fuck? Ultimate! Okay. Nachladen. Er hat sich voll verändert. Chat, nein. Alle sagen das? Nein, Chat. Nein. Du hast nicht gelernt. Willst du, dass er auch verblutet? Willst du, dass er auch verblutet? Verblutet beide, wenn es sein muss. Jetzt kannst du auch alle verbluten lassen. Chat. Chat. Ich bitte. Guck mal die Haken an. Hier ist nichts. Junge, ich glaube, ich schaffe ich nicht mehr zu dem. Ich schaffe es nicht zu dem. Ich muss hier ausbluten. Ich weiß nicht, was mit der Map los ist. Chat, um das Haupthaus herum sind keine Haken. Ich hätte sie in den Keller bringen müssen. Hier sind keine Haken. Die Map ist buggy. Oder sie haben lauter lila Addons geworfen. Offerings. Nein, Chat. Ist buggy, ist buggy. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Hör zu. Wir gucken woanders hin, damit es nicht ganz so schlimm ist. Sorry. Wäre gut geworden. In der Runde davor haben wir die Leute ausbluten lassen müssen, weil einige von denen auf. Also, weil die Sabotage. Da war kein Haken mehr in der Nähe. Mir waren die Hände gebunden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Runde. Wenn wir Gens treten, verfärben die sich weiß oder gelb. Und wenn dann ein Survivor an einen getretenen Gen rangeht, dann verfärbt er sich nochmal
Ja, die andere Farbe. Oh, ich habe hier einen längeren Schlag durch die Blutzone. DG, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Hat relativ spät meinen Rüstungswechsel bemerkt, aber ist noch safe. Alles gut. So sehr gehofft, dass du hier reinspringst aus Panik. Schade. Ah, scheiße, wo ist die hin? Hab die Kratzspur hier gar nicht gesehen. Mein Zombie hat was gesehen, aber ich nicht. Fuck. Will ich hier rein? Ist die Angstschwächte da? Nee. Die sind alle gesund. Hi, Zombie! Interessant, dass sie nicht straight geworfen hat. Ich bin jetzt hier in der Zone, wo mein Zeug nicht mehr ready ist. Boah, geht in den Zombie rein? Nee, läuft am Zombie vorbei. Das ist nicht gut, dass mir die erste Chase so abhanden gekommen ist. Aber Schwab, wäre es nicht schneller gegangen, die Sucht aufzuheben und nochmal zu killen? Lul, ich frag Finnen, Freund kleiner als drei, ich kenne mich ja nicht so gut. Das wäre riskant gewesen. Zuzulassen, dass er sich runterzappelt, hätte in einer längeren Chase enden können. Wäre nicht unbedingt ratsam gewesen. Uff, Mann, machst du mir Angst. Die hat mich fast gestunt, die Kleine. Ich weiß, ich habe gesagt, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, aber gerade setzt ein schlechtes Gefühl ein. Und das überschreibt das gute Gefühl von davor. War da rechts was oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, die Blutzone sieht nur. Stop, dude! Ich meine nicht schlimm, ich versuche einfach nur mein Game zu finden. Sind auch fast fertig hier drin. Mies. Ich verliere, wenn ich nicht tunnel. Das kostet mich alles so viel Zeit hier. Und das ist nicht der einzige, den sie gerade in Bearbeitung haben. Die werden noch mehr Gens rausballern gleich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, Chad. Wir haben sie ausgetrickst. Das Mindgame haben wir gewonnen, Gott sei Dank. Da hat sich gerade jemand das Zeug weggemacht. Nancy war schon mal am Haken. Wenn die unbedingt tanken möchte, läuft die Gefahr, ein zweites Mal ranzukommen. Ich glaube nicht, dass sie eine Taschenlampe hatte. Wir beeilen uns trotzdem mit dem Hochheben. Ich würde sie gerne in Richtung der Tankstelle bringen, weil der Gen da fast fertig war. Oh, Surveillance habe ich ja. Shit. Geil. Weiß bedeutet, da ist niemand dran, ne? Warte, oder ist weiß, da ist jemand dran. Oh mein Gott, ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, weiß bedeutet, niemand ist dran. Wenn es sich gelb verfärben sollte, dann heißt das... Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Da hat jemand seine Finger dran gemacht. Ja, wo ist die Nancy hin? Da ist sie. Ich sehe sie rumschleichen. Eiskalt rein. Die ist so schnell, Digga. Tunnel. Let's go. Die wurde lange geblockt. Die Frage ist, 10 Sekunden lang? Oh mein Gott! Nein, das hätte mir nicht passieren dürfen! Oh mein Gott, nein, ich hätte damit zuhauen sollen. Ich dachte, es wird stylisch auf diese Art und Weise, aber es war nur dumm. Dumm. Das Bock hat sie verkackt. Ich muss an ihr dranbleiben. Keine Ahnung, was ich sonst tun soll. Junge, nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht, verdammte Scheiße, Junge. Nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht, du Dreckige! Was hältst du eigentlich, wenn du willst, mir die ganze Zeit meine Beute streichst? Ich meine, so verellen.
Du bist Stück. Oh, du willst antäuschen. Du willst so tun, als ob du wirfst, und dann wirfst du gar nicht. Da, oh, wenn ich da durchgepeitscht hätte, Junge, dann wäre deine Fresse jetzt richtig kaputt. Ich werde hinterher und sie schlagen, Bruder. Das werde ich tun. Wieder das Hinhocken, Junge. Ich hasse das Hinhocken, weil das so fucking OP ist. Jemand angeschwächtes repariert wahrscheinlich im Hauptgebäude. In der Dings. Und hier ist auch jemand dran. Oder? Bin ich doof? Ich hab da was gehört. Digga. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Ich will schon wieder scheitern hier. Die anderen haben sie aufgehoben. Die können hier halt unendlich oft im Kreis laufen, Bruder. Was soll ich dagegen tun? Die anderen haben sich aufgeholfen. Keine Ahnung, was ich machen soll. Kratzspuren. Die hing schon mal, glaube ich. Eiskalt rein. Die hebt immer wieder auf. Jetzt kann ich boxen. Boxen ist besser, weil sie so schnell an den Haken kommt. Mit der Peitsche müsste ich sie doppelt und dreifach erwischen. Haben sie die Shack-Pellet schon geworfen? Ich glaube nicht. Unlucky. Tun sie das auf hier lang gehen? Fuck, ich dachte, sie zieht durch mit dem Flink. Jetzt an der Shack, die können reparieren ohne Ende, dude! Nice. Oh, sie hat verkackt. Sie dachte, sie hat mich außen vorbeilaufen sehen und dachte, oh, er will mich am Fenster abfangen. Den Fehler mache ich nicht. Und dann wollte sie Richtung Pallet und dann hat sie gesehen, dass ich aber nur so angetäuscht habe und dass ich durch die Tür gerade reingekommen bin. Und dann dachte sie sich, oh nein, ich bin doch das Fenster. Und dann habe ich aber gesagt, du hättest die Palette nehmen müssen. Jetzt gehörst du mir. So, ich hänge sie hier auf, damit ich direkt in die Tankstelle rein kann. Hoffentlich kann ich sie campen und gleichzeitig den Gen da drin beschützen. Der Zombie draußen beschützt den anderen Gen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Die wird gerettet. Bitte ab, kein Off-the-Record-D-Strike. Dein Kumpel hat's gerade verkackt, meine Süße. Schön dranbleiben. Wenn sie den Gen in der Tankstelle kriegen, ist das der letzte, den sie noch brauchen. Mit der Faust durchgekommen bin. Oh mein Gott, danke. Bitte kein D-Strike. Gott sei Dank. Okay. Fucking gierig, Junge. Fast fertig, der Gen. Ich glaube nicht, dass wir das halten können. Keine 3-Gen-Kombo. Der eine Gen da hinten am anderen Ende der Map sieht richtig schlimm aus. Guck mal, wo der ist. Der ist gigaweit weg. Wenn der Gen da hinten auch nur ganz kurz gelb aufleuchtet, muss ich da sofort hin. Ja, gelb. Der will den 99% Gen fertig machen. Der Tritt hat 5% gekostet und die paar Sekunden, die sind sogar zu zweit dran. Rip mein Leben. Rip, 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 rip. Ich kann nicht beide aufhalten. Adrenalin. Wir müssen mit einer Geisel arbeiten im Late Game. Geht nicht anders. Wir müssen mit einer Geisel arbeiten. Ich weiß nicht, an welchem Tor sie sind. Aber eins wird mit Sicherheit schon vorbereitet. Das weit hinten? Da komme ich nicht. Da kann ich nichts verhindern. Wenn die hier hingerannt ist, angeschwächt. Ja, kann ich nicht machen. Kann ich nichts machen. Warte, sie ist noch angeschwächt. Ah, ich komme zu spät. Oh, 99%. Oh, okay. Ich will ihn erstmal markieren. Es geht nicht darum, Damage zu machen, sondern nur darum, ihn zu markieren. Jetzt geht es darum, die lieber aufzuheben. Let's go. Ich will nicht, dass sie nachher tanken, die sonst den Haken weg. Okay. Hier ist kein Haken, Bro! Die sind alle weit weg! Das schaffe ich nicht, oder? Der ist so weit weg gewesen. Die zappelt sich runter vorher.
Oh, dass ich das geschafft habe. Okay. Die kann ich jetzt schlagen, die eine? Er hat verkackt, er hätte früher retten müssen. Vielleicht heilen sie sich erstmal zusammen hoch, ich weiß es nicht so genau. Wo ist denn der Leon hin? Sind beide Richtungen hier vorne? Wenn die sich hier vorne heilen wollen, lasse ich das nicht zu. Ich hoffe, dass sie nochmal rauskommen irgendwie, aber dafür müssen sie sich woanders heilen. Sie helfen nicht, schade. Selbst wenn sie sich voll heilen würden, würden sie wahrscheinlich nicht mehr hinlaufen. Versuchen sie es nochmal. Ne, versuchen es nicht. Und die versucht's. Schafft sie aber nicht. Das ist mutig. Ja? Weil sie das zweite Tor auch offen haben, oder warum? Haben sie das zweite Tor offen? Oder macht sie gerade einen riesig großen Fehler? Ah, das zweite ist auch offen. Okay. Ja, dann spielt das keine Rolle. Tut mir leid, Chat. Hat nicht geklappt. Waren zu schnell. Tut mir leid. Hat nicht funktionieren sollen. Hat nicht sein sollen. Hat nicht sein sollen. Aber wir würfeln ja gleich. Okay? Wird cool. Oder wir würfeln erst das nächste Mal. Ist okay. Ist okay. Wenn das Tor offen gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht in die Ecke treiben können oder so, aber... GG.